Bist du bei Discounter? Bist du bei Lidl, Aldi oder so? Nein, 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 Wir auch nicht. Ich glaube, das liegt daran, weil die das halt, keine Ahnung. Ich weiß selber nicht mal den Grund. nein. Der Grund bei uns, warum wir, also wir haben, ich werde jetzt da keinen Namen nennen oder so, wir wurden von Discountern angefragt. Das Problem ist bloß, dass Discounter immer die günstigsten sein wollen. Das heißt, wenn angenommen Vitawelt, Gönnergy, whatever, jetzt beispielsweise bei einem Lidl oder bei einem Aldi reinkommen, werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit, und das werden sie dir vorher auch nicht schriftlich geben, dass sie es nicht machen, werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit dein Getränk für einen günstigeren Preis anbieten als beispielsweise ein Rewe oder ein Kaufland. Und Ja. damit würdest du dir deinen eigenen Markt kaputt machen, weil dann natürlich ein Rewe oder ein Kaufland übelst angepisst ist, weil die sagen, ey, wieso verkauft ihr an Aldi, Penny, whatever, und die bieten euer Getränk für 50 oder 40 Cent weniger an. So, und deswegen sind Discounter eher uninteressant.